Es war auf der Börse in Montabaur. Als ich das Cover sah, zog es mich irgendwie magisch an. Diese schöne, einfache und minimalistische Gestaltung finde ich einfach klasse. Genau mein Stil. Zuerst dachte ich aber irgendwie, dass es Feuerwehrmänner sind, aber dann sah ich den Titel. Also, lass uns mal zusammen hereinschauen. Was ist das Spiel und wie spielt es sich? Was taugt Mercenary Force für den Game Boy auch heute noch? Das Spiel erschien weltweit 1990 und wurde von Lena entwickelt und von Meldek veröffentlicht. Die Hintergrundgeschichte ist natürlich episch und voll wichtig. Der dunkle Lord überflutet die Lande mit seinen Untergebenen und will natürlich nichts anderes als die Weltherrschaft an sich reißen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Das Spiel ist ein Shoot'em'up, das sich aber angenehmerweise mal etwas anderes traut. Ihr steuert kein Raumschiff durch gefährliche Galaxien oder Flugzeuge durch kriegsverseuchte Landschaften. Nein, ihr steuert eine Gruppe mit bis zu 4 Söldnern. Diese Plätze in der Kampfformation könnt ihr dabei frei belegen und aus 5 verschiedenen Kämpferarten aussuchen, die natürlich alle ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich bringen. Sie unterscheiden sich dabei hauptsächlich in ihren Angriffsarten. So gibt es Kämpfer, die genau geradeaus schießen, aber auch welche, die schräge Blitze abfeuern. Ihr solltet also unbedingt darauf achten, die Gruppe entsprechend zusammenzustellen, damit ihr alle Bereiche möglichst gut abdecken könnt. Habt ihr eure Gruppe zusammengestellt, werdet ihr dann in die selbstscrollende Level geworfen. Ihr bewegt euch dann von links nach rechts, feuert auf diverse Fiesdinge und versucht natürlich nicht getroffen zu werden. Je nachdem, welcher Gruppenteil von euch eine Kugel abbekommt, der verliert auch einige seiner Kämpfer. Den aktuellen Status könnt ihr immer am unteren Bildschirmrand einsehen. Ist eine Söldnerart komplett ausgestorben, geht es dann mit weniger Leuten weiter und der Abschnitt wird dann natürlich noch schwerer. Glücklicherweise lassen aber die Fiestlinge Münzen fallen. Diese könnt ihr dann unterwegs in Läden gegen allerlei Gutes eintauschen und so zum Beispiel auch eure Gesundheit wieder auffüllen. Falls mal alles den Bach heruntergehen sollte, kann sich dann auch einer eurer Kämpfer opfern und zeitweise zum Super-Söldner mutieren, der alles wegwämst, was sich euch in den Weg stellt. Nachteil ist dann natürlich, dass der danach tot ist. Diese Option solltet ihr also wenn möglich nur nutzen, wenn der entsprechende Söldner eh kurz vorm Abnippeln ist. Aber nicht nur mit der Auswahl der Kämpfer habt ihr eine gewisse taktische Tiefe. Ihr könnt euch auch noch aus verschiedenen Formationen etwas auswählen und euch so im Idealfall immer der momentanen Situation anpassen. Die Kombination aus diesen beiden Elementen finde ich sehr gut gelungen, da ihr immer auf der Suche nach der idealen Kämpferkombination mit der passenden Formation seid. Der Schwierigkeitsgrad ist genre-typisch ziemlich knackig und so müsst ihr immer mal wieder die ideale Aufstellung mitbringen. Außerdem hat das Spiel leider keine Passwortfunktion, aber mit etwas Suche im Internet stoßt ihr auf ein Level-Auswahl-Cheat. Der sorgt dann jedoch dafür, dass ihr beim Durchspielen nicht das richtige Ende zu sehen bekommt. Technisch sieht man dem Spiel schon an, dass es ein früher Gameboy-Titel ist. Das will jetzt aber nicht heißen, dass es schlecht aussieht. Die Grafik passt, meistens scrollt alles flüssig ohne zu ruckeln und die Gegnerwellen sind gut zu erkennen. Was will man mehr? Der Sound steht ebenso da. Das Spielgeschehen wird passend untermalt, ist jetzt aber nichts, was nach dem Spiel noch im Kopf bleibt. Was taugt Mercenary Force für den Game Boy heute noch? Ich finde das Spiel klasse. Es ist natürlich nicht perfekt, aber ich finde den Twist mit den verschiedenen Kämpferarten und Formationen einfach super. Auch das Setting gefällt mir sehr, dass sich einmal angenehm von den allgemeinen Shoot'em'up einer Reihe absetzt. Für mich eine klare Empfehlung, nicht nur für Freunde des Genres, das Spiel ist durchaus solide plus. Das war der Test zu Mercenary Force für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.